Ja, hallo liebe Freunde. Ich weiß nicht, was ich hier sehe. Ich sehe hier ein aktives Elfenportal. Und wisst ihr, was das Beste daran ist? Ich weiß nicht mal warum. Ich bin hier rum, ich hab gesucht, ich hab versucht zu googeln oder hab gegoogelt und alles komisch, alles irgendwie eigenartig. Ich hab nebenbei noch versucht, ein bisschen F-Tools-Welten irgendwie zu finden, irgendwie random, dass da irgendwie was. Also, kommst du wieder, ist hier alles grün? Da läuft das Ding. Die Frage ist echt gerade, warum? Also eigentlich wollte ich ja noch, hier die Thermaldinger hier, die Lava-Pflanzen, wollte ich hier eigentlich hinstellen und mit noch so Mana-Verbreiter, so Mana-Spreader, noch ein bisschen Energie in die Mana-Pools hier versenken, weil ich dachte, naja, brauchen ja Energie von den Dingern, vielleicht ein bisschen wenig. Im Endeffekt, seht ihr selber. Es lief automatisch. Ich wollte noch ein paar Runen erstellen mit dem Ding hier, wo ich nicht weiß, wie es funktioniert. Ich lasse hier auch gerade das Mana hier von dem Spreader hier, lasse ich gerade hier das Mana darin pumpen. Dachte ich mir, naja, vielleicht wird ja hier auch eine Rune entstehen. Denkste, Rezept ist drauf, aber passiert nichts. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gut. Ich habe zwar jetzt gerade keine Ahnung, was ich jetzt mit den... Doch, Mana-Diamanten, natürlich, wollte ich eigentlich haben wegen Drachendingsbums, ne? Muss man das nicht irgendwie... Und das funktioniert! Und das funktioniert! Das muss man hier tatsächlich irgendwie... Das ist ja krass. Das funktioniert! Jo. Gut, dann werde ich mal eine bewährte Debitor-Technik verwenden. Und zwar wecke mal einen Sticky Pisten mal kurz hier neben mir. Wir nehmen mal, wie heißen die jetzt auf Deutsch, verdammte Scheiße. Schade. Kolben. Ich wollte einen Kolben haben. Okay, dann starten wir mal ganz kurz hier mal einen Kolben. Dann werden wir uns mal ganz kurz hier davon einmachen. Einen Kolben und ich brauche dazu noch einen... Hebel. Leuchtet. Um das Portal zu deaktivieren. Denn blöderweise ist so ein bisschen schwierig hier. Die Energie zu sammeln, wenn er mir hier alles verbraucht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, das Ding hier irgendwie so da ranzukriegen. Das ist natürlich genau der falsche gewesen. Danke dafür. Jetzt mal einer erklären, wo ist denn jetzt? Ah ja, okay. So, dann nehmen wir jetzt mal den dahin. Okay, hat schon mal nicht funktioniert. Kollege. Gib mir mal. Ja, so funktionierte wunderbar. Wo ist jetzt der Zaun? Der Zaun ist weg. Auch nicht schlecht. Gut, dann sollten wir uns mal hier noch mal den Hebel, den kannst du halt nur hinten. Oh. Hat nur ein bisschen geleckt. Okay. Warum? Hallo? Ach, oben geht es. Dann ploppt er mir wieder ab. Kann ich denn hier vielleicht mit einer Redstone-Fackel arbeiten? So invertierte Schaltung oder wie das heißt? Nee, ist auch blöd. Wie mache ich denn am dümmsten? Ich müsste jetzt hier noch einen Block daneben, aber da kommt ja das Signal, glaube ich. Obwohl, warte mal, wir sind doch hier in der 1.10. Ja, ich hab's doch ein paar Veränderungen. Mann, Alter, wird das hier eine hässliche Suppe. Das ist echt unglaublich. So. Wenn ich jetzt... Ah ja. Okay.
das funktioniert, dann nehmen wir das halt so. Wo hat der meine Spitzhacke gelassen? Ah, ja, da haben wir das. So, komm mal her hier. Dann werden wir mal den da hinsetzen. Okay, damit wird aktiv und dann wieder inaktiv. Alles klar. Gut, dann kann er nämlich derweil hier Energie sammeln, wenn wir mal wieder brauchen. Das läuft alles. Sehr schön. So, jetzt noch die Frage, was wollte ich jetzt mit den... Ach, ich wollte ja die Nether-Dings hier. Nee, was wollte ich machen hier? Die Generatoren wollte ich machen. Ich wollte... Was, oh, wie hießen das? Warte mal. Usage. So, sind ja nicht so viele Maschinen. Ach ja, die Drachen-Eimühle. Dit wat. So. Oh. Gut, wer schreiben kann, ist klar im Vorteil. Machen wir mal diesen hier. Zack. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben. Jetzt haben wir den auch. Ein Drachen-Eier haben wir auch. Da können wir nämlich, wenn wir vielleicht jetzt hier unendlich... Ja. GP produzieren. Haben wir vielleicht Glück. Der Rest läuft hoch. Aber jetzt ist natürlich die Frage... Dann kann ich den Rest nämlich abbauen, fällt mir gerade so ein. So. Klicke, um das Ausbrüten zu starten. Das will ich eigentlich ja nicht. Power Generating 500. Oh. So, warte mal. Dann machen wir jetzt mal eins. Wir bauen mal einfach das alles hier ab. Vielleicht reicht es ja denn doch noch. Guck mal hier, jetzt zack. Und zack. Habe ich jetzt hier noch irgendwie das... Was zum Setzen habe ich jetzt hier nicht. Ja, komm. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Erde mit. Na, gucken wir mal. Dann werden wir mal hier schnell mal das Wasser verschwinden lassen. So. Das sollte weg. Genau. Sehr schön. Auch wieder weg. Genau. So, wenn das Ding hier echt... Power, Alter, furchtbar krass. Das ist echt Hammer hier. Warte mal, wir hier alles wegnehmen können. Vielleicht können wir ja auch die anderen Dinger alle wegnehmen. Also die Lunar-Panels und die Solar-Panels, das wäre natürlich genial. So, die bauen wir erstmal ab. Vielleicht sind ja die Solar-Panels tatsächlich das Problem. Okay, ackert hier noch weiter. Hoffnung stirbt zum Schluss. Die Frage ist nur, welche Reichweite die Drachen-Eimühle da hat. Huch. Das war jetzt einmal zu weit. Komm mal her hier. Nein. Ach, das war jetzt blöd. Verdammt. Okay. Den wieder hin. Den dahin. Jetzt haben wir hier einmal 6 Doppel rutscht hier rüber. Zack, 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 zack. Zack. Dann haben wir hier Sepp-Doppel und dann müsste hier wieder auch da eine. Oh, alles klar, gut. So, dann bauen wir die mal auch ab. Es wäre natürlich der Hammer, wenn es jetzt an den Solarpanels, ja, an den Lunarpanels und so gelegen hätte. Halt mal eine Runde schön. Warum auch nicht? So. Die ganzen Spawnflächen alle wieder wegnehmen hier. Na, komm schon. Okay, das war einer zu viel. Das kriegen wir auch noch hin. So, zack, zack. Also man könnte es ja probieren. Die Hoffnung stirbt zum Schluss. So, meine Unterlage weg hier.
Hauptsache, es spawnt hier nichts und geht mir hier nichts auf den Puffer. Das wäre halt schön. So, dann bin ich auch noch weg. Na gut, also bisher tut sich hier nicht wirklich was, ganz im Gegenteil. Im Moment verliere ich gerade noch FPS, warum eigentlich auch immer. So, Power Drain 20. Wir benötigen insgesamt 84. Nee, wir verbrauchen 84 von 539. Genau, weil die Drachenei-Mühle nämlich 500 produziert. Na, ist doch Hammer. Aber ja, alle weghauen hier. So, was greift der hier? Okay, da greift die auch noch. Ich glaube, das Skelett war gerade auf Speed. Aber gut. So, auch wieder weg. Das wäre äußerst schön, wenn das so daran gelegen hätte. Zumindest zum Teil. Das wäre echt super. Weil das lässt sich ja so wirklich noch kaum mal spielen hier. Oh, Inventar ist voll. Ein bisschen aufräumen. Das kann raus, 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 kann raus. Genau. So, weiter im Text. So. Ah Mensch, da fällt mir ja ein. Da kann ich ja nicht die Drachen-Einmühle. Die war ja Aufgabe. Da kriegen wir noch ein Häkchen weg. Achso, warte mal. Die können wir eigentlich hier lassen. So. Die können wir da lassen für unsere Produktionsfläche. So, was haben wir denn hier? Also hier hinten steigen die FPS doch wieder. Um einiges. Hängt das damit zusammen oder nicht? Ja, jetzt kommen wir wieder runter auf 10. Alter, da ist noch nicht mal irgendwas, was sich bewegt und macht und tut. Ich weiß nicht, warum. Gehen wir wieder von der anderen Seite ran. Dann wird es ein bisschen ruhiger. So. Die ganzen Mist hier erstmal wieder abgebaut. Sehr schön. So, wir haben immer noch genug Grid Power am Start. Sehr schön. Okay, der Drachenei werden wir schon mal nicht machen. Wir haben hier 500 GP verbrauchen wir. Die Seed-Prozessoren haben wir auch halbiert. Gut, dann nehmen wir erstmal kurz pennen. Boah, Alter, Verwalter. So, dann nehmen wir erstmal pennen. Dann nehmen wir erstmal pennen. Dummerweise kann ich die Farm da oben nicht ausschalten, weil die muss ich laufen lassen, weil ich brauche noch Mutterköpfe ohne Ende. Ein paar tausend. Ist schon nicht schön. So, können hier auch erstmal wieder raus. Das kann hier auch raus. Was war jetzt? Büchlein. Da ist das Büchlein. Und Büchlein sagt. So, 10 Minuten hier. Mit dem Infuser habe ich noch nicht rausgefunden. Warum, weshalb, wieso? Gravity 4 oder höher, bla bla bla. Liquid Orbs. Ah, hier. Da, die Drachenmühle. Schicki. So, normalerweise müsste man jetzt wirklich eine Welt aufbauen, wo wir den Draconic-Reaktor aufbauen. Könnte man machen. Dann würde man sich auch noch 10 Minuten hier in der fremden Welt aufhalten. Das wäre auch wieder ein Häkchen, aber... So, resurrect one of the dragons. Für the draconic battery, das kommt alles noch. Bildtier, 6 Energy Core, 4 Chaos Dragon. Alter, 4 Guardians. So, ach hier, gib mal. Portal haben wir doch. Alfheim ist durch. Ist ja geil. Läuft doch. So, Ritual auf Gaia und Gaia 2. Was ist denn eigentlich Gaia 2? Wenn wir schon mal jetzt hier bei sind, mein Gott. Können wir mal gucken hier. Was können wir denn da machen hier? Gaia Pylone, alles klar. Gaia Spreader, Gaia Mana Spreader. Braucht man diesen noch? Die Dragonstones? Wisst ihr was? Wir probieren mal jetzt einfach.
wir probieren mal jetzt einfach was. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal so ein Stack Mana-Diamanten mit. Und dann gucken wir doch mal glatt, was passiert, wenn wir jetzt den kompletten Stack darin schmeißen. Dazu müsste ich wahrscheinlich wieder aktivieren. Läuft. Sehr schön. Gut. Dann schmeißen wir mal einen Stack rein. Oh. Läuft, würde ich sagen. Okay, der Stack ist wieder komplett. Na, hat doch was. Aber ich habe halt nicht noch irgendein Stil, was ich da in das Portal schmeißen muss. War da nicht auch noch irgendetwas? Warte mal. Testwelten, ist das hier? Bla bla bla. Hier, die Hühnerkacke kann auch raus. Et Botania. Oh. Also Terra-Stil kriegen wir so. Mana-Stahl haben wir auch. Gibt es denn... Ach hier, Elementium. Wir brauchen also Mana-Stahl. Alles klar. Dann nehmen wir hier mal kurz Mana-Stahl raus. Mana-Stahl stellen wir wie her? Okay. Mit einem Huhn wäre eine Möglichkeit. Oder wir hauen da einfach Eisen rein. Ist auch in Ordnung. Können wir uns selber eine Runde wieder schneller machen. So, dann werden wir mal probieren hier. So, komm mal her. Aktivieren? Derweile, wo er aktiviert, können wir hier Lubik ein bisschen... So und so. Okay. Jetzt denke ich mal, liegen bestimmt wieder überall die Teile verteilt hier rum. Stimmt hier unten auch wieder? Nö, heute nicht. Auch gut. Hallo? Ich hätte ja meinen Mana-Stahl. Danke. Sehr nett. Gut. Ich wollte einmal Mana-Stahl da reinschmeißen. Was gerade nicht funktioniert. Ah, jetzt funktioniert es. Sehr schön. Jo. Läuft. Wie viel haben wir denn jetzt? Ein Dreiviertel Stack? Dann fehlt noch mal ein Dreiviertel Stack. Und wo ist der Dreiviertel Stack? Er ist weg. Das ist nichts gut. Wo ist? Ui. Nee, das war keiner. Hier passiert auch nichts. Gut, dann kannst du hier wieder ausgehen. Portal wieder deaktiviert. Gut. Haben wir das auch. Was machen wir jetzt eigentlich? Jetzt mache ich ja einfach mal irgendwas pauschal. Mal gucken, was wir so bei rauskriegen. Was kann man hier so schön machen? Wir könnten hier eine Rüstung machen. Ohne Flügel, Elementium. Was haben wir denn hier? Haltbarkeit ist nicht dolle. Rüstung ist auch nicht dolle. Ja. Alles nicht so wirklich. Katalyst. Okay, alles klar. Aha. Ein Elfen-Mana-Spüller. Also braucht man tatsächlich noch ein zweites Elfenportal? Na, das kann man ja zwischendurch machen. Da mache ich mir das wirklich überhaupt nicht heiß, denn das bringt mich jetzt auch. Das ist der Mana-Pylon. Okay. Das ist wieder normaler hier. So, wir können ja nochmal gucken hier. Wo haben wir die gehabt hier? Was war das hier? Seite der Base. Oh. Ups. Was hab ich hier vergessen? Pixie Dust. Aha. Mana Perle. Alles klar. Davon haben wir auf alle Fälle auch was da. Sehr schön. Dann nehmen wir mal hier einfach mal. Ach komm. Weil es so schön ist, nehmen wir kurz mal 12 raus. Wer weiß, wozu wir das noch alles brauchen. Keine Ahnung.
nehmen wir einfach mal. So. Anschalten. Aktivieren. Und drin geschmissen. Läuft. Haben wir alles. Na bitte. So. Ja, anschmeißen. Upala, das war immer zu weit. Hallo. Ja, da wollten wir hin. So, sehr schön. Alles klar. Das. So, jetzt haben wir schon mal einen Mana-Splitter. Zwei Mana-Splitter. Die werden wir mit Sicherheit auch brauchen. Ach nee, Gaia hieß das. Nicht Mana, sondern Gaia-Spreader. So, jetzt haben wir hier noch halt. Guardians, Gaia-Kopf, Gaia-Spreader. Ja, könnte man wahrscheinlich machen. Jetzt brauchen wir von diesem Dreamwood. Wie stellen wir denn Dreamwood her? Ah, okay, Lebeholz. Living Wood. Ist ja nicht so viel. Das heißt, wir sollten uns vielleicht noch mal Gedanken machen. War das hier Eichenholz? War das Eichenholz? Oh, 86.000. Ich glaube, das reicht. So, guck mal her hier. Dann werden wir mal ganz kurz um die Blümchen ein bisschen Holz setzen. So, da spielt wirklich keine Rolle, wie die aussehen. Hauptsache, die sind um die Blümchen drumherum. Mal wieder ein bisschen mehr machen. Alles, was wir haben, haben wir. Brauchen wir wahrscheinlich auch. Ah, Botania ist ja so ein Mod, wo ich sage, ach, muss man mögen. Also bleibt dabei. Ich werde mit diesem Mod auch einfach nicht warm. Ich meine, ich werde ihn jetzt hier machen, soweit wie ich jetzt hier muss. Kommen wir jetzt eigentlich nicht drum rum. Aber ihr gönnt seitdem, der damit klarkommt und der davon schwärmt. Jedem das Seine und mir das Meiste. So, haben wir den auch gleich fertig hier. So, dann kann das Holz sich dann langsam so ein bisschen verwandeln. So. Ja, wird schon funktionieren. Alles klar, ups. So, dann haben wir das hier raus. Dann können wir jetzt theoretisch, könnte ich jetzt hier auch das in das Portal schmeißen. Einfach nur, weil wir können. Ah. Ja. Was haben wir vergessen? Aktivieren. Warum habe ich jetzt hier nur 5? Habe ich nicht gerade 11 drin geschmissen? Ja, hoppala. Okay. Und dann ist es erstmal so. Kohle hier wieder rausschmeißen. Sofern die Kohle unten bleibt. Danke. Okay. Das ist auch fertig. Na Mensch, da kann man ja hier. Ja. Hab mir so aufgefallen, ist vorhin, ich weiß nicht, ob das letzte Mal, oder ob es damals, mittlerweile vor Monaten auch schon so gewesen ist, als ich hier angefangen habe mit Botania, dass die Botania-Items sich von den Magneten nicht anziehen lassen. Die haben irgendwie ihren eigenen Willen, hatte ich das Gefühl. So, na, dann können wir jetzt hier hinlegen hier, zack. Jetzt mache ich den Magneten mal an. Okay, hab gelogen, geht doch. Nehmen wir mal so hin. So, zack. Warte mal, hier, immer an, genau. Auch wieder hinmachen. Normalerweise könnte ich mir jetzt noch, müsste ich mir jetzt eigentlich noch von Draconic Evolution die Ho und den Step, Draconic Step of Power machen. Dass das Thema da auch durch ist. Und dann kann ich echt behaupten, dass wir uns so langsam dem Ende nähern. So, sehr schön. Wie viel Dreamwood braucht man denn noch? Keine Ahnung. Machen wir also anders. Dann werden wir mich hier nochmal ganz freundlich ein bisschen was drin schmeißen. Halt, erstmal aktivieren. Dann. Okay, er macht.
So, dann schmeißen wir den hier rein. Zap, zap. Dann kann der aus. Läuft alles. 28. Ich weiß nicht, ob so Fülle waren oder so wenig. Ist auch gerade egal. So, Kohle haben wir keine hier rumzuliegen. Ist auch in Ordnung. Pennen gehen. So, und dann geht man davon aus, wenn wir ja diesen Gaia-Spreader irgendwas machen sollen, dass wir dann wahrscheinlich oder mit Sicherheit Essenz des ewigen Lebens. Aha. Okay. Warte mal, die kann ich mal hochschmeißen wieder hier. Brauche ich jetzt eh nicht. Gaia-Pylon. Ich gehe mal davon aus, dass wir ja irgendwas brauchen. Aber warum kriegt denn jetzt... Was ist denn jetzt wieder Essenz des ewigen Lebens? Wie kriegt denn Dino wieder her? Und warum habe ich hier diesen... Ach so. Mach mal zwei hier draus. Essenz des ewigen Lebens. Ach. Okay. So. Verschiedenes. Was haben wir denn auch hier? Essenzen haben wir nicht. Haben wir hier noch was mit? Huch. Die Basis. Lexikon. Was haben wir denn hier? Dann haben wir ein Portal. Alfheim, Dispenser, Erinnerung, Cosmetic Bubbles, Challenges, Bubble Case. Einführung in Mana. Erzblüte, Ender Ehren. Lexika, bla bla bla, Mana Tablet, Mana Becken, Mana Monocle, Equipment, Mana Stern. Verbreiter, Mythic Rune auf den Kisten, Redstone, Gänse, Runen, Spark, Stab, Alche. Warte mal, wenn ich jetzt hier Gaia eingebe, passiert gar nichts. Schade eigentlich. Hätte ja klappen können. Wo finde ich denn jetzt hier die Gaia-Geschichte? Gar nicht. Gut, dann ist mir das gerade auch egal. Ist mir gerade echt egal. Denn wir haben tatsächlich ein aktives Portal. Und das funktioniert. Wie auch immer das passieren konnte, keine Ahnung. Das mit dem Runen-Ding, das ist hier immer noch nicht, aber... Lädt er sich da eigentlich auf? Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ob sich das... Warte mal. Ich habe gerade so eine Vermutung. Sollst du da nicht auch den Mana? Ach so, jetzt verstehe ich gerade, was sein Problem ist. Er haut ja nicht in den Pool. Der haut auf den Runenaltar. Okay. In den Mana-Pool rein. Sollte ich gleich den Mana-Pool vielleicht noch mal kurz entsorgen? Der ist sowieso kacke hier. Zack. Stellen wir einfach mal dahinter. Und dann gucken wir doch mal. Halt. Wie war denn die Sache mit dem... Ach, hier. Binding Mode, alles klar. So. Und so. Aha, jetzt pumpt er auf den. Alter, kann es sein, dass dieser komische blaue Balken bei der Rune sich ein bisschen bewegt? Also rechts grün, Mint, Türkis. Na gut, behalten wir einfach mal im Auge. Egal, wir haben jeweils ein funktionierendes Elfenportal oder Alfheim-Portal. Mega geil. Muss ja auch mal irgendwas funktionieren. Jedenfalls mal schön. Okay, liebe Freunde. Das soll es gewesen sein für heute. Ich gehe euch morgen wieder auf den Sack. Versprochen, wirklich. Weil ich nehme die nächste Folge nämlich gleich im Anschluss auf. Und
und dann sehen wir uns morgen.